Wir wollen beten. Unser himmlischer Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir die Möglichkeit haben, hier in deinem Haus anzubeten. Und wir bitten dich, dass du uns jetzt in dieser zweiten Stunde segnest, dass du uns offene Ohren schenkst für deine Wahrheit und dass du uns hilfst, dass wir verstehen, was wir die letzten Wochen studiert haben, dass wir verstehen dein Erlösungswerk, welches du uns geschenkt hast. Hilf du uns, dass wir darin heute einen Schritt weiterkommen. Und dass wir sehen, wie schön und vollkommen dieses Versöhnungswerk mit dir ist. Wir danken dir dafür in deinem Namen. Amen. Amen. Nach gesegneten Sabbat. Das Lied, das ich singe, wird auf Englisch sein. Ihr könnt es finden in eurem internationalen Liederbuch, Nummer 116. Von Jesus und seinem Dienst. Ich habe ein schönes Zitat gefunden von Ellen White, wo sie schreibt, warum viele an der Charakterbildung scheitern.
Sie sagt, weil sie nicht vorwärts und aufwärts gedrängt haben, um ihre Möglichkeiten zu verbessern, mehr und immer noch mehr über unseren Erlöser zu lernen. Deshalb ist ihr Gedächtnis geschwächt und sie können sich die entscheidenden Wahrheiten, die zur erfolgreichen Charakterbildung zwingend nötig sind, nicht merken. Also ich fand dieses Zitat heftig, um das mal so zu sagen. Und es zeigt aber, wie wichtig dieser große Kampf, sage ich jetzt einfach mal, ist, um unsere Seelen letztendlich. Also wir sollten uns täglich mit Jesus beschäftigen und mit seinem Dienst für uns und nicht einfach nur oberflächlich, sondern immer tiefer und immer aufwärts drängen, wie sie sagt, vorwärts und aufwärts, damit wir näher an Jesus drankommen. Also ich denke, wie gesagt, dass der Heiligtumsdienst sehr, sehr gut geeignet dafür ist. Wir machen eine ganz, ganz kleine Mini-Wiederholung, bevor wir dann zu unserem Thema kommen. Also das ist praktisch die Anordnung der Geräte im Heiligtum. Und auf diesem Foto, ich habe es abfotografiert aus einem Buch, kommt es leider nicht ganz so gut raus. Aber ihr könnt euch vielleicht erinnern, wir hatten es hier an der Tafel und Vladi ist dann nach vorne gekommen und hat das Kreuz gemalt. Also die Geräte waren in Form eines Kreuzes angeordnet, was immer an das Erlösungswerk Jesu uns erinnern sollte. Also wir haben bisher zwei besondere Reinigungsopfer uns angeguckt. Das war einmal das Opfer der zwei Spatzen, was zur Reinigung vom inneren Aussatz der Sünde sozusagen symbolisch uns zeigen sollte, wie das funktioniert. Und das zweite Opfer, Reinigungsopfer spezielle, war das Opfer der jungen roten Kuh. Das war ein Ritual zur Reinigung von äußerem Kontakt mit Toten oder mit Totem, was wiederum ein Symbol für Sünde ist. Also wie gesagt, beschäftigt euch damit, denkt über diese verschiedenen Symbole und über ihre Bedeutung für uns heute nach. Insbesondere da Ellen White, die Zitate hatte ich ja gebracht in der Vergangenheit, sagt sie, dass die für uns heute eine ganz besondere Bedeutung haben und wir uns unbedingt damit beschäftigen sollten. Heute geht es um dieses dritte große Reinigungsritual, den großen Versöhnungstag. Und jetzt, dass wir einmal so ein bisschen wiederholen, ganz kurz. Das Jahr der Juden war eingeteilt in verschiedene Feste, die alle ein Hinweis waren auf das große Erlösungswerk. Sodass die praktisch, die haben auch für jedes dieser Feste, das waren Feiertage, die haben immer frei gehabt und sollten sich spezifisch mit diesem großen Erlösungswerk Jesu beschäftigen und immer wieder ihren Kindern davon erzählen, wie wir gerade auch in der Kindergeschichte gehört haben. Das wird sehr, sehr häufig wiederholt in der Bibel. Das Jahr fing an mit dem Passafest, was ein Symbol ist. Also es gibt diese Ausdrücke von Typos und Antitypos. Wer kann vielleicht kurz sagen, was das bedeutet? Ganz kurz. Typos und Antitypos, damit wir wissen, worüber reden wir. Hat einer eine kurze, gute Erklärung dafür? Okay, also, ja, wer? Irgendeiner? Ja, David. Also als Beispiel vielleicht das buchstäbliche Volk Israel und das geistliche Volk Israel. Also in dem Fall wäre das buchstäbliche Volk Israel der Typos zum Beispiel und der Antitypos das geistliche Volk Israel. Sehr gut, genau. Also David gibt ein Beispiel vom Volk Israel. Wir wissen, dass es im Alten Testament das echte Volk Israel gab, also das buchstäbliche. Das ist der Typos, damit man dieses Wort versteht. Und im Neuen Testament benutzt Paulus und auch andere Schriftsteller des Neuen Testaments benutzen häufig das Wort geistliches Israel, was sozusagen der Antitypos ist. Wir sind, also die Gemeinde Gottes, das Volk Gottes im geistlichen Sinne, sind wir das Volk Israel auch. Okay? Und so ist eben dieser Typus im Alten Testament, das Passafest, was hingedeutet hat auf die wahre Erfüllung, auf Jesu Kreuz am Tod,
als Passahlamm, als das wahre Passahlamm. Also zum Beispiel der Typus ist dann das Passahlamm, der Antitypus ist Jesus, der dafür gestorben ist. Okay, gut. So, und dann, bitte, ja? Ja, genau. Genau. Also, danach kam dann das Fest der ungesäuerten Brote, Christus im Grab, dann das Fest der Erstlingsgabe, das ist die Auferstehung, also immer symbolisch, ja, was hat das bedeutet im Alten Testament und was war nachher die Erfüllung. Dann kam das Pfingstfest 50 Tage später, ja, dann kam das Fest der Posaunen. Das war am 1.7. sozusagen des jüdischen Monats. Die hatten drei Feste als frühe Feste im Frühjahr und drei Feste im zweiten Teil des Jahres. Fest der Posaunen, was 10 Tage vor dem großen Versöhnungsfest stattfand. Wer kann kurz sagen, was war das Fest der Posaunen? Warum war das so wichtig? Heute werden wir uns ja nicht damit beschäftigen, aber nur mal so einen Satz. Was war das für ein Fest? Warum hieß das Fest der Posaunen? Und warum ist das praktisch symbolisch für die zweite Adventbewegung? Traut sich keiner oder? Wo? Ja? Also ruhig laut. Ja? Sag. Hattest du nicht dich gemeldet, Elvira? Buße tun, genau. Also das Fest der Posaunen hat praktisch vorbereitet auf den großen Versöhnungstag, der ein Tag des Gerichts war. Das heißt, die Leute wurden ermahnt, bereitet euch vor, sozusagen Posaunen wurden geblasen, laut, symbolisch, dass alle das hören und verstehen, damit sie sich vorbereiten, bald ist der Tag des Gerichts. Bereitet euch also vor. Genau, also das war das Wichtige. Symbolisch ist das, das war symbolisch und tatsächlich war dann die Erfüllung, als die Adventbewegung losgegangen ist, dann haben die Leute eben die erste Engelsbotschaft begonnen zu predigen. Der Tag des Gerichts ist gekommen. Fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre. Also eine Warnbotschaft und das ist, was wir bis heute immer noch predigen sollen. Okay, also das ist das. Und dann kam der große Versöhnungstag, um den geht es heute. Das ist symbolisch für das Vorwiederkunftsgericht. Da gehen wir jetzt gleich näher drauf ein. Und dann, danach wurde das Laubhüttenfest gefeiert, was praktisch symbolisch ist für das zweite Kommen von Jesus. Also da wurden Hütten aufgebaut und Leute waren froh, haben gefeiert den ganzen Tag lang, also 2 Wochen lang ging das und haben sich praktisch sozusagen ihres Lebens gefreut, dass sie durch dieses Gericht hindurchgekommen sind und bestehen geblieben sind. Es ist so, dass diese Feste hatten jeweils alle ihre verschiedenen Opferrituale. Es gab sehr, sehr viele verschiedene Opfer. Wir haben jetzt 2 näher betrachtet in der Vergangenheit, in den vergangenen Studiensabbaten. Jedes dieser Opfer hat praktisch Jesus erfüllt am Kreuz. Jesus ist nur einmal gestorben und hat damit die verschiedenen Opfer alle erfüllt. Warum diese ganzen verschiedenen Opfer, sowohl verschiedene Tiere als auch verschiedene einfach Opferrituale? Darum, weil Jesus sehr, sehr viele verschiedene Aufgaben und Werke durch sein einmaliges Opfer vollbracht hat. Und um uns das zu verdeutlichen, hat Gott uns die verschiedenen Opfer und Feste und so weiter gegeben. Einfach damit wir das besser verstehen, was Jesus alles für uns getan hat. Es ist nicht einfach so, er ist gestorben und das war's, sondern er hat sehr viele Dinge damit bewirkt und erfüllt. Und aus dem Grund sind diese ganzen verschiedenen Opfertiere nötig, weisen aber trotzdem nur auf dieses eine einzige Opfer Jesu am Kreuz hin. Trotzdem müssen wir verstehen, und das ist das Komplizierte bei diesem System vom Typos und Antitypos,
Es ist zwar an einem Zeitpunkt gestehen, Jesus ist einmal gestorben, aber diese verschiedenen Aufgaben, die er erfüllt hat, die sind halt zu verschiedenen anderen Zeitpunkten in Erfüllung gegangen. Wie zum Beispiel, er ist als Passahlamm gestorben, aber erst 50 Tage später kam dann das Fest der Pfingsten, kam dann der Heilige Geist, der Frühregen, die erste Ausgießung des Heiligen Geistes. Also das ist das, was so ein bisschen kompliziert ist, was wir aber immer unbedingt im Hinterkopf behalten müssen, um das Ganze zu verstehen. So, jetzt kommen wir zum Versöhnungstag. Andere Worte dafür, die haben das immer den großen Versöhnungstag genannt. In der Bibel wird häufig auch einfach nur vom Tag gesprochen, der Tag oder das Fest oder das Fasten zum Beispiel. Auf Hebräisch Yom Kippur, Englisch, das finde ich so schön, deshalb habe ich das mitgenommen, Day of Atonement. Das Wort wird aufgeschlüsselt in At-One-Ment, was bedeutet, dass man wieder eins wird. Und das finde ich so schön. Also wir werden wieder eins mit Gott an diesem Tag. Es ist auch ein Tag des Gerichts und letztendlich ist es ein Symbol für die endgültige Reinigung von Sünde. Mal ganz kurz aufgezählt, wie viele Opfertiere an dem Tag sozusagen verbraucht wurden oder gebraucht wurden. Insgesamt sind das 15 Opfertiere gewesen und die verschiedene Aufgaben erfüllt haben. Und der Hohepriester hat insgesamt mindestens 5-mal gebadet, von dem, was ich so gezählt habe, 5 bis 6 Mal, und hat sich so ungefähr 10-mal die Hände gewaschen. Das sind alles Symbole für die unglaubliche und perfekte Reinheit von Christus. Ja. Also jetzt gucken wir uns einmal ganz kurz den Ablauf an und nachher sprechen wir über die Bedeutung für uns. Also wie ist dieser Tag abgelaufen? Der hohe Priester hat sich ungefähr eine Woche vorher, fing der schon an, sich intensiv auf diesen einen Tag vorzubereiten. Was hat er alles gemacht? Er hat mit seinen Vorgängern besprochen, damit er wirklich den Ablauf ganz korrekt durchführt und keine Fehler macht. Er wurde gereinigt am 3. und 7. Tag mit der Asche der jungen roten Kuh. Was das bedeutet, hatten wir ja beim letzten Mal besprochen. Er hat die Opfertiere ausgewählt und inspiziert und Ersatztiere waren da, falls über Nacht irgendein Makel oder irgendein Pickelchen ein Tier entwickelt hat, dann wurde das ausgetauscht natürlich. Das Tier musste ohne Makel, ohne Runzel, ohne Fehl sein. Falls irgendwas über Nacht entwickelt werden sollte, gab es Ersatztiere, die dann sofort eingesprungen sind sozusagen. Dann fing der Tag an mit dem täglichen Dienst. Also, auch an diesem Tag gab es den täglichen Dienst. Jetzt die Frage an euch, was ist der tägliche Dienst? Wofür ist das ein Symbol? Was war das? Wer kann das kurz zusammenfassen? Was ist der tägliche Dienst? Wir hatten das auch in den letzten Studiensabbaten schon betrachtet. Was ist der tägliche Dienst? Wer weiß es? Morgen. Soll ja ein Studiensabbat sein, bitte. Morgenopfer, Abendopfer für die Sünde, die erfüllt. Sehr gut. Also es war das tägliche Morgen- und Abendopfer, was wirklich jeden Tag gelaufen ist und für das kollektive Volk war, falls für die unbewussten Sünden zum Beispiel des Volkes. Genau, Vladi. Genau, das ist ein Symbol für uns heute morgens beten und abends beten. Richtig. Silan, du wolltest noch was sagen? Ja, ich wollte es mit den unbewussten Sünden sagen. Sehr gut, okay. Also er hat das mit den unbewussten, genau. Sehr schön. Also zu diesem täglichen Dienst hat das Morgen- und Abendbrandopfer gezählt. Das war ein tägliches. Wird in der Bibel auch zum Beispiel in Daniel steht dann das tägliche. Das ist dieser Dienst, der täglich vom Priester durchgeführt wurde. Es hat immer ein Opfertier gebrannt, sodass immer, also symbolisch heißt das, dass Jesus immer und immer für uns eintritt. Und das finde ich so schön, auch an diesem Tag, am Tag des Gerichts, gab es keine Minute,
in der Gott seinem Volk oder irgendeinem nicht vergeben hätte. Also das Morgen- und Abendopfer hat auch an diesem Tag stattgefunden. Das heißt, auch während dieses Gerichtstages, der ja also symbolisch bei uns 1844 begonnen hat, wie diese Zeit berechnet wird, können wir jetzt in der kurzen Zeit natürlich nicht machen. Das ist ein Extrastudium. Aber ich sage es jetzt einfach mal so, als Tatsache, dieser Tag des Gerichts, wir haben ja gesehen, alles hat seine symbolische Bedeutung für uns heute. Und dieser eine Tag, der einmal im Jahr stattgefunden hat, hat in unserer Zeit 1844 begonnen und hält bis heute noch an. Aber das Wichtige wirklich für uns auch zu wissen, auch in dieser Zeit also, in diesem ganzen Tag, gab es diesen täglichen Dienst. Der hat nicht nur in dem Opfer bestanden, sondern der Leuchter wurde angezündet, ne, also beziehungsweise das Öl aufgefüllt. Weihrauch wurde auf den Räucheraltar gegeben, damit der Weihrauch hochsteigt. Gegebenenfalls also wurde das Brot ausgetauscht, auch an dem Tag, wenn es ein Sabbat war. Weil die Brote, die Schaubrote wurden einmal in der Woche ausgetauscht, neue gebacken und am Sabbat immer. Okay? Brot ist auch Symbol für Jesus, für das Wort. Jesus sagt, ich bin das Brot, ne? Ich bin das Brot des Lebens. Also das ist, was wir spezifisch am Sabbat konsumieren sollten, Jesus. Finde ich so schön, dass gerade das Brot am Sabbat neu gebacken und aufgereiht wurde. Das Ganze hat ungefähr 2 Stunden in Anspruch genommen, dieser tägliche Dienst. Und was jetzt interessant ist, der Priester hat sich danach, also vorher hat er natürlich auch gebadet und seine goldene Kleidung angezogen, die hohe priesterliche Kleidung. Danach, nachdem er diesen täglichen Dienst erledigt hatte, hat er sich gewaschen, hat sich umgezogen in die einfache weiße Leinenkleidung des einfachen Priesters. Was das alles bedeutet, kommen wir gleich drauf, aber es ist wichtig, dass ihr euch das merkt. Dann hat er, die Opfertiere standen ja bereit, dann hat er das Los über die 2 Ziegenböcke geworfen und das Los hat darüber entschieden, welcher Bock für den Herrn war und welcher Bock für Azazel war. Kommen wir gleich drauf alles. Einmal, dass ihr nur mal den Ablauf im Kopf habt. Also Los wurde geworfen, dann wurde der junge Stier, der für den Hohenpriester zum Sündopfer bereitstand, für den Hohenpriester und sein Haus, über dem hat der Hohenpriester Sünden bekannt und der wurde geschlachtet. So, das jetzt wurde erstmal nur geschlachtet und das Blut von diesem Stier wurde aufgefangen und von einem Helfer des Priesters gerührt, damit es nicht fest wird. Währenddessen ist der Priester mit Weihrauch ins Allerheiligste gegangen. Okay? Und er hat das Räucherfass in das Allerheiligste gestellt, damit er ist praktisch, wenn man das so ein bisschen liest, wie die Juden das beschreiben, wie das tatsächlich abgelaufen ist, er ist rückwärts da rein, damit er bloß nicht auf die Bundeslade schaut, also große Ehrfurcht war da, hat dann das Räucherfass da reingelegt, damit der Rauch praktisch diese Bundeslade bedeckt und sie nicht sichtbar wird. Ist dann wieder andersrum raus, um wieder zurückzukommen. Hat dann Füße und Hände gewaschen. Und dann ist er mit dem Blut des Stieres in das Allerheiligste gegangen. In das Allerheiligste rein, wo der Weihrauch das Allerheiligste schon erfüllt hat. Und hat dann an bestimmte Stellen dieses Blut mit dem Finger angebracht und versprengt. Okay? Also immer vor die Bundeslade. Danach ist er wieder zurück in den Vorhof gegangen. Dann hat er den Ziegenbock für den Herrn geschlachtet und ist dann mit dessen Blut zum 3. Mal ins Allerheiligste gegangen und hat das Blut an dieselben Stellen wie das Blut des Stieres geschmiert mit dem Finger und auch gesprengt. Was diese Bedeutung hatten wir bei den vorigen Opfern. Was bedeutet der Finger mit dem Schmieren und mit dem Sprengen? Das werde ich jetzt nicht nochmal alles wiederholen. Danach ist der Priester zurückgegangen vom Allerheiligsten wieder in das Heilige, hat das Blut vom Stier und vom Ziegenbock vermischt als Symbol dafür, dass eigentlich alle Opfer ein großes Opfer symbolisieren. Okay? Das wurde vermischt
Und dann wurde das Heiligtum sozusagen gereinigt. Der Altar wurde und der Vorhang wurden besprengt. Und wenn wir, ich hoffe, ihr habt das Kapitel gelesen, das 3. Mose 16, das hat er alles getan, um diese Dinge zu reinigen. Also dieses Blut hat gereinigt, nicht verunreinigt, sondern gereinigt. Das ist das Wichtige daran. Danach ist er vom Heiligtum in den Vorhof gegangen und dort hat er nochmal den Brandopferaltar auch mit dem Blut beschmiert, habe ich vergessen jetzt aufzuschreiben, und hat dann das Ritual mit Azazel durchgeführt. Das bedeutet also, das Heiligtum war in der Zwischenzeit gereinigt, alle Sünden waren bekannt und gereinigt. Jetzt hat er seine Hände auf Azazel gelegt, hat diese ganzen Sünden auf Azazel gelegt und hat ihn lebendig in die Wüste geschickt. So, danach hat er seine leinenen Kleider wieder ausgezogen. Also das waren diese Kleider, die er anhatte für die spezifischen Aufgaben dieses großen Versöhnungstages. Die hat er wieder ausgezogen, hat gebadet, hat seine eigentliche königliche, priesterliche, goldene Robe wieder angezogen. Und dann hat er sein Brandopfer, den Widder und das Brandopfer des Volkes dargebracht, den täglichen Abenddienst verrichtet, hat sich dann wieder umgezogen in seine weißen Kleider und vorher gebadet, also goldene Kleider aus, gebadet, weiße Kleider an und ist dann zum vierten Mal ins Allerheiligste gegangen. Dort hat er das Räuchergefäß aufgehoben, hat es in das Heilige gebracht mit dem Ergebnis, dass das ganze Haus voll Rauch ist. Wenn ihr diesen Begriff lest, dann müsst ihr immer diesen Ablauf im Kopf haben. Also es ist zum Beispiel in Offenbarung 15,8 beschrieben. Dann weiß man ungefähr, in welchem Abschnitt das spielt und wo sich das Ganze befindet. Dann wurde das Räucherfass in den Vorhof getragen. Das war das Zeichen, dass der Mittlerdienst beendet war. Dann hat der Hohepriester sich wieder in die goldene hohepriesterliche Kleidung umgezogen. Zurück, also das war im Heiligtum wieder, hat dann den Vorhang gewechselt. Das habe ich extra nochmal für Uschi aufgeschrieben. Sie hat immer gedacht, über die Jahre, über das ganze Blut. Aber es wurde immer einmal im Jahr dann gewechselt. Und dann war das Heiligtum wieder rein. Der Hohepriester kam dann heraus und diese Glöckchen auf seiner hohepriesterlichen Robe haben geläutet. Also das habt ihr bestimmt häufiger mal auch gelesen. Auch Ellen White beschreibt das. Das war für das Volk immer ein ganz frohes Zeichen. Die haben immer gehorcht. Ist das so? Weil offiziell bestand die Gefahr, wenn eine Sünde nicht bekannt war, dass der Hohepriester, wenn er in die Gegenwart Gottes kommt, tot umfällt wie Nadab und Abihu, die mit fremdem Feuer ins Heiligtum gegangen sind und tot umgefallen sind. Und deshalb war das für das ganze Volk, die haben dann gejubelt, als sie diese Glocken gehört haben, nach Beenden des ganzen Dienstes, weil sie wussten, alles war gut. Die Sünden sind weg, die sind in der Wüste mit Azazel, sie sind wieder rein und sie stehen versöhnt mit Gott da. Und der Hohepriester kam dann raus und segnete das Volk mit dem aaronitischen Segen. Das ist das. Und dann wurde die Trompete geblasen und die Menschen waren sozusagen frei von ihrer Sünde. Die waren gerechtfertigt vor Gott. Also das ist der Ablauf. So, okay, das hatten wir. Genau. Jetzt kommen wir zu der Bedeutung. Jetzt kommt das Eigentliche. Was bedeutet das Ganze für uns? Also, was bedeutet die Blutübertragung auf das Heiligtum und warum ist diese notwendig? Jetzt kommt das eigentlich Interessante. Was heißt das für uns heute? Warum wurde das Blut übertragen? Also, ich rede jetzt nicht vom großen Versöhnungstag, das war ja das Reinigungsblut, sondern wir sind jetzt wieder zurück zum Anfang. Es wurde über das ganze Jahr, wie wir gesagt haben, mit den Morgen- und Abendopfern, auch mit den persönlichen Opfern der Menschen, wurde ja immer die Sünde praktisch oder das Blut wurde aufs Heiligtum übertragen. Warum wurde das gemacht? Und gesprengt, geschmiert, zum Teil hat der Priester das Fleisch gegessen und damit praktisch dieses sündenbeladene Tier in das Heiligtum gebracht. Warum? Ja, bitte, Kenneth. Lass mal den Weg, die Israel im Alten Testament vergeben.
Richtig. Genau, das war der Weg, wie Israel Vergebung bekommen konnte. So ist es, ja. Ich meine, alles im Heiligen symbolisiert ja Christus. Es sollte eigentlich symbolisieren, wie unsere Sünden, eigentlich an Christus, unsere Sünden auf sich genommen hat. Der, der eigentlich ohne Sünde war, für uns zu Sünde geworden. Sehr gut, okay. Also Silan sagt, alles im Heiligtum symbolisiert Christus, was genau wahr ist. Also alle Handlungen, alle Geräte, alles ist Christus. Und es symbolisiert, wie Christus unsere Sünden auf sich genommen hat. Weil wenn man sich das vorstellt, die Menschen haben ihre Hand auf das Opfertier gelegt oder der Priester symbolisch im Morgen- und Abendopfer und hat Sünden bekannt und damit wurden symbolisch diese Sünden auf das Tier übertragen, welches dann gestorben ist. Aber dann, das ist alles Christus, aber dann wurde dieses Blut genommen und auf das Heiligtum übertragen. Was bedeutet das? Warum wurde das Ganze nochmal aufs Heiligtum übertragen? Hat einer eine Idee? Das ist ja, genau. Jesus hat die Sünden auf sich genommen. Das ist die Übertragung auf das Lamm. Und das Lamm ist dann gestorben. Aber dann wurde dieses Blut genommen und aufs Heiligtum übertragen. Was bedeutet das? Ja? Wenn es vergeben ist, heißt es, dass die Sünde weg ist. Okay. Wenn es vergeben ist, heißt es noch nicht, dass die Sünde weg ist, sagt Ina. Okay. Aber wenn es, ja. Und der Einzige, der das Sündenproblem lösen kann, ist Gott. Okay. Hat noch einer eine Idee? Warum wurde die Sünde nochmal aufs Heiligtum übertragen? Es wurde aufs Lamm übertragen, symbolisch auf Jesus. Jesus ist dafür gestorben. Aber was heißt das jetzt, dass das nochmal ins Heiligtum gebracht wurde? Vladi, wolltest du was sagen? Ja, das ist ganz eine gute Sache, das zu erklären. Mhm. Weil wichtig ist, dass die Silbe bleibt bestehen. Mhm. Dieser Yom Kippur. Mhm. Wir sehen es. Ja. Und dann wird gereinigt. Deswegen wird das immer, dass er gebracht in diese Heiligung kam und gesprengt, ja, und so weiter. Und dann wird er gereinigt, diese Silbe. Das heißt, Jesus hat alle Sinne auf sich genommen. Mhm. Diese alle Sinne von uns, die sind jetzt im Heiligtum oben. Mhm. Und dann kommt Gott uns vergeben. Aber wenn wir fallen, die Sinne kommen wieder auf uns zu. Ah ja, also Vladi sagt, Gott hat uns zwar unsere Sünden vergeben, aber diese Sünden sind praktisch gespeichert sozusagen im Heiligtum, eingefroren im Heiligtum. Wenn wir fallen, dann kommen diese Sünden wieder auf uns zurück. Mhm. Und wenn wir, wenn wir gerecht bleiben, dann werden die bei dem Yom Kippur oder dieser Versöhnungszeit alle gelöscht. Und wenn wir gerecht, wenn wir Gott treu bleiben, dann werden diese ganzen Sünden bei diesem Yom Kippur, bei diesem großen Versöhnungstag, alle gelöscht, praktisch auf Asasel gelegt und weg damit. Okay. Mhm. Christus macht vor Gott auch sein Blut, das er für die Sünde vergossen hat, vor Gott geltend. Mhm. Also Christus, Hansita sagt, Christus macht sein Blut, was er für die Sünder vergolten hat, vor Gott geltend. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, richtig? Ja, Andi? Ich denke noch, das Interessante ist ja, mit den Sünden, wenn wir den auf das Schaf oder so auflegen, halt, dass wir dann halt auf, also auf dieses Lamm zeigen, dass es unsere Aufgabe ist, ja, die Sünden Jesus zu bringen. Richtig. Darüber hinaus, was der Jesus im Hochpriester, also der Hochpriester symbolisiert Jesus, dass er darüber hinaus geht, da haben wir keine Macht mehr, wir wollen immer das, was wir nachgehen. Okay. Das ist das Interessante und das Schöne halt, dass dieses mit dem Blut hat, dass uns alle also ins Heilig gekommen, dass wir da überhaupt nichts mehr tun können. Ja. Und wir können unsere Sünden bringen und das, was jetzt passiert und was Jesus für uns getan hat, das kann nur noch er tun. Wir konnten sie bringen und er macht das Weitere. Schön. Wir sind vollkommen machtlos. Schöner Gedanke. Also Andi sagt, was wir tun können, ist, wir bringen unsere Sünden zu Jesus und dann war es das. Was danach damit geschieht, da haben wir keine Macht mehr drüber. Das macht dann Jesus. Ja, genau. Jesus, ja? Ist im Heiligtum und bittet noch mit seinem Blut beim Vater um Vergebung unserer Sünden. So ist es. Jesus ist im Heiligtum und bittet dort, ja,
vor dem Vater um unsere Sünden, ja? Also das Interessante ist ja, es gibt sowas wie Heavenly Records, das heißt Aufzeichnungen im Himmel. Ich meine, das Heiligtum symbolisiert ja das irgendwie. Das heißt, es gibt Aufzeichnungen von dem, was wir tun. Und genauso ist das ja auch im Himmel. Das heißt, die Sünden, die wir begehen, werden eingetragen. Und wenn wir sie bekennen, wird halt die Sünde ausgetragen. Mhm. In dem Moment, wo wir das nicht kaufen, ja. Wir haben ja auf der einen Seite unseren Namen, auf der anderen Seite die Sünde. Das ist die Frage, weil wenn wir die Sünde nicht bekennen, nicht vor Gott bringen, kann es sein, dass zwar die Sünden da steht, aber unser Name auch auf der anderen Seite ausgestrichen wird. Und wenn wir sie bekennen, bleibt unser Name stehen und die Sünde, die dort oben eigentlich vermerkt wird, eingetragen wird, wie so eine Aufnahme, wird durchgestrichen. Und so ist es ja auch mit dem Heiligtum. Also jemand, der zum Beispiel nicht daran teilgenommen hat, an diesem Yom Kippur, wurde vom Volk ausgeschlossen. Ja. Das ja. Ja. Ja, und das, was dort hingebracht wurde, das wurde dort auch aufgezeichnet. Das wurde für diese große Versöhnung auch dort beibehalten, wenn man will, auch eingetragen in irgendwelchen Aufzeichnungen. Sehr gut, genau. Also das sind ganz wichtige Punkte. Richtig. Waldemar noch? Ich sage, dass Sünde ist nicht nur irdische Problem, nicht nur unser menschliches Problem, das ist kosmisches Problem. Ja. Deswegen, unser Problem muss so eine göttliche Zugang zum ganzen Universum. Ja. Deswegen brauchen wir diese Sünde. Ja. Okay, also Waldemar sagt, dass Sünde nicht nur ein irdisches Problem, sondern ein kosmisches Problem ist, Tatsache. Hat ja auch im Himmel begonnen. Bitte? Ja, das Blut bedeutet ja als Schutz für uns. Mhm. In Ägypten als die genau. Amt des Todes, also Engel des Todes, wir haben ihre Höheposten mit Blut geschmiert. So ist es, ja. Ja. Sehr gut. Also Blut ist Schutz für uns. Das ist auch ein wichtiger Aspekt. So ist es. Also, gab es jetzt noch, habe ich jemanden übersehen? Nein. Okay. Es ist ja so, dieses Blut wurde über das Jahr mit den bekannten Sünden der Menschen auf das Heiligtum übertragen und dort wurde es gelagert sozusagen. Also wie Silan gesagt hat, ähnlich wie ein Gedenkbuch im Himmel, also auch symbolisch. Das waren sozusagen blutige Aufzeichnungen einer bekannten und vergebenen Sünde. Das müssen wir immer bedenken. Die Sünden, die nicht bekannt wurden, die waren gar nicht im Heiligtum. Also nur die Sünden, die bekannt und vergeben wurden. Also das ist ein wichtiger Aspekt, den wir uns merken sollten. Nur diese Sünden waren im Heiligtum und nur die sind dort aufgezeichnet, im Heiligtum jetzt spezifisch. Das heißt nicht, dass nicht andere Sünden irgendwo anders aufgezeichnet sind. Aber jetzt ins Heiligtum wurden ja die unbekannten und nicht vergebenen Sünden gar nicht reingebracht, stimmt's? Genau. Also, das heißt, dass beides ist halt ein Symbol für die Übertragung der bereuten und vergebenen Sünden ins Heiligtum. Und die wurden dort gelagert, letztendlich als Beweis für den Tag des Gerichts, Yom Kippur, dass nämlich diese Sünden tatsächlich bereut und vergeben sind. Warum braucht Gott sozusagen diesen Beweis? Er braucht ihn nicht für sich. Aber was sagt die Bibel? Wen haben wir? Silan. Eben. Genau. Dann kann Jesus sagen, guck mal, bei mir steht aber gerade geschrieben, er ist dafür, er hat das bereut und mein Blut geht für den. Richtig. Der Verpfleger der Brüder kann halt nichts mehr machen. Richtig. Und das finde ich diesen ganz schönen Gedanken daran. Viele haben ja immer Angst, oh, meine Sünden sind irgendwo aufgezeichnet, oh meine Güte, was mache ich damit und so weiter, sehen das als Bedrohung. Aber eigentlich ist es eine schöne Nachricht, weil es sind nur die bekannten und die bereuten Sünden, die da gespeichert werden. Und für die, also wie gesagt, die Texte könnt ihr zu Hause mal nachlesen. Hebräer 10,3 spricht von einer Erinnerung an die Sünden. Malachi 3,16, das, was Silan erwähnt hat, spricht vom Buch des Gedenkens. Die Grundidee, es gibt noch einige Texte dazu, aber die Grundidee ist eben die Aufbewahrung von Beweisen als Grundlage für das Gericht, wegen dem Verkläger der Brüder. Einmal in Offenbarung 12,10 und in Saharia 3,1, das ist der Text, den Silan erwähnt hat. Und deshalb werden die aufbewahrt, bis
bis es nicht mehr nötig ist letztendlich. Okay, und ganz wichtig ist, es gab eine Entscheidung, das hat Silan erwähnt. An diesem Tag konnte jeder teilnehmen, der wollte. Wer nicht teilnehmen wollte, es gab nicht konnte, sondern wollte nur, der wurde abgeschnitten sozusagen vom Volk und ausgerottet, wie man in der alten biblischen Sprache sagt. Wie hat man gezeigt, ob man teilnimmt an dem Tag? An dem Tag durfte keine Arbeit getan werden, was ich auch schön finde. Das hat Andi erwähnt, wir können gar keine Arbeit tun, um uns von unseren Sünden zu befreien. Also das war auch symbolisch dafür. Wer Gottes Ruhe gefunden hat, ruht von seinen Werken wie Gott von den Seinen. Und es wurde gefastet an dem Tag. Ja, also jeder sollte sich mit Fasten, mit Überlegungen, was habe ich noch was zu bekennen, ist noch irgendeine versteckte Sünde, die mich von Gott trennt, eine unbekannte Sünde. Das sollte alles in Prüfung, in Fasten und Beten, das war die Vorbereitung praktisch für diesen Tag. Und an dem Tag wurde auch gefastet. Und das war das, wie man teilgenommen hat. Es wurde auch nicht gearbeitet. Und diese Entscheidung, die der Mensch getroffen hat an diesem Tag, nimmt er daran teil oder nicht, die ist von lebenswichtiger Bedeutung, weil sie rechtskräftig und auch endgültig ist. Wenn der Tag vorbei war, konnte man nicht sagen, ach Moment, ich wollte doch teilnehmen. Entweder man nimmt daran teil oder nicht. Und diese erste Entscheidung, wenn man daran teilnimmt, rechtfertigt praktisch die Lebensführung der Anbeter und der Gläubigen, deren Sünden als vergeben registriert sind. Und dann gibt es diesen schönen Vers in 1. Timotheus 5, 24. Es gibt Sünden von Menschen, die zuvor offenbar sind und gehen ihnen voran zum Gericht. Und diese Sünden sind durch das Blut des täglichen Opfers bedeckt. Und die zweite Entscheidung rechtfertigt dann sozusagen den gerechten Zorn Gottes. Also die Leute, die nicht teilnehmen wollen, die müssen dann den gerechten Zorn Gottes auf sich nehmen und die werden dann abgeschnitten oder ausgerottet sozusagen vom Volk. Gut, und es ist so, wenn man sich das jetzt vorstellt, in dem Heiligtum wurden unsere bekannten und vergebenen Sünden gespeichert als blutige Aufzeichnungen. Und jetzt am großen Versöhnungstag kommt der Hohepriester mit dem reinigenden Blut von dem Ziegenbock, der auch Jesus symbolisiert, und bedeckt praktisch all diese Aufzeichnungen. Also symbolisch gesprochen, Jesu Blut bedeckt alle unsere Schuld. Ja, also das ist das, was passiert ist. Das finde ich auch so eine ganz, ganz schöne Symbolik. Gut, was bedeutet das Ausziehen der hohen priesterlichen Kleidung und Anlegen der einfachen weißen leinenen priesterlichen Kleidung? Wer weiß, das wir jetzt wegen Zeitmangel Philippa 2, 5 bis 9 nicht ganz lesen. Wer weiß, was da drin steht ungefähr? Wer kann es sagen? Sonst schlagt es auf. Ich habe keine Bibel, ich höre überhaupt keinen der Philippa. Also was bedeutet das? Nicht gut. Philippa 2, 5 bis 9, bitte? Nee, lest mal, schlag mal auf, Philippa 2. 5 bis 9. Sehr gut, genau. Also Jesus ist Mensch geworden. Er hat sich seiner königlichen und göttlichen Würde entäußert und ist Mensch geworden. Und das zeigt dieses Umziehen hin und her. Okay? Also, das sind die Zitate von Ellen White dazu. Also, er legte seine königliche Kleidung und Krone ab und kleidete seine Göttlichkeit mit Menschlichkeit. Und wie der Hohepriester seine prächtige Kleidung ablegt und die einfache Kleidung des Priesters diente, so hat Christus die Form eines Dieners angenommen und Opfer dargebracht. Er selbst, der Priester, er selbst das Opfer. So, was bedeuten jetzt diese verschiedenen Gänge des Hohenpriesters in das Allerheiligste? Da hat Hans-Dieter eben schon mal was dazu gesagt.
Einmal ist er ja, der ist viermal ins Allerheiligste, also es heißt vor den Thron Gottes getreten. Einmal, das erste Mal mit Weihrauch, das zweite Mal mit dem Blut des Stieres, das dritte Mal mit dem Blut des Ziegenbocks, das vierte Mal, das ist eigentlich klar und logisch, hat er das Räucherfass entnommen, das war Ende des Dienstes. Aber was haben die anderen drei Male, welche Bedeutung haben die? Hans-Dieter hat es eben schon mal gesagt. Also, Hans-Dieter meinte ja, dass Jesus sein Blut vor dem Vater geltend gemacht hat. Und das ist letztendlich das, was es bedeutet. Also er ist ins Allerheiligste gegangen, diese ersten Gänge, zuerst mit Weihrauch, symbolisiert, kann man alles auch bei Ellen White nachlesen, das hohe priesterliche Gebet von Jesus. Er hat sich entschieden, das war in Gethsemane, hat beschlossen, also es war ganz klar, er ist ja schon als Opfer geboren praktisch. Kurz vor seinem Tod kam das hohe priesterliche Gebet. Also er hat praktisch sein Anliegen und die ganze Gemeinde im Gebet vor Gott getragen. Das bedeutet, er ist zuerst mit Weihrauch reingegangen. Dann ging er praktisch mit dem Blut des Stieres. Was steht in der Bibel? Wofür war dieser Stier? Das war für den Hohepriester und sein Haus. Das war ein Opfer für den Hohepriester und sein Haus. Das heißt, Jesus, das kann man auch bei Ellen White nachlesen, wenn es interessiert, dem kann ich die Zitate dann geben. Alles war auf Englisch, deshalb habe ich sie jetzt hier nicht angeschrieben. Also er tat es praktisch, um sich die Bestätigung des Vaters zu holen, dass er sein Blut als Sühne akzeptiert. Nicht für sich, sondern, das war also nicht für sich die Bestätigung, sondern fürs ganze Universum. Also diesen Akt, das schreibt Ellen White jetzt, führte Jesus bei seiner ersten Himmelfahrt aus. Als Maria ihn berühren wollte, könnt ihr euch erinnern, ich hatte das auch mitgegeben auf dem Zettel, den ich mal ausgeteilt habe, am Sonntagmorgen, was hat er gesagt? Nein, du darfst mich nicht berühren, denn ich bin noch nicht beim Vater gewesen. So, symbolisch der Priester, der diesen Dienst im Heiligtum ausgeführt hat, der Hohepriester, der durfte nicht berührt werden, weil er sonst rituell verunreinigt wurde. Und Jesus sagt das, nein, ich war noch nicht beim Vater. Dann ist er sozusagen aufgefahren in den Himmel, erste Himmelfahrt, okay, von Jesus und hat dort sein Blut dem Vater präsentiert. Das ist das Blut des Stieres und hat praktisch damit hat sich sozusagen die Bestätigung Gottes geholt, dass er sein Opfer akzeptiert. Das Blut des Stieres ist sozusagen die Validierung des hohen priesterlichen Dienstes. Wozu ist das notwendig? Das Universum musste praktisch sehen und erkennen, dass der Mensch Jesus Christus in die Gegenwart Gottes treten konnte, in das Licht, wo niemand zutreten kann, ohne zu sterben sozusagen. Und damit hat er seine völlige Sündlosigkeit für alle demonstriert. Das war das. Nach dieser Bestätigung konnte er dann die restlichen Aufgaben des Hohenpriesters bei der Reinigung des Heiligtums ausführen. Okay, ist das verständlich? Das ist, fand ich, einen ganz interessanten Aspekt. Also damit hat er sich praktisch validiert und dann kam das Eigentliche, das, was eigentlich zum Versöhnungstag gehört hat, nämlich diese zwei Ziegenböcke, einer für Gott, das ist der für Gott. Mit diesem Blut hat er dann praktisch das Heiligtum gereinigt, dann kam er raus und dann wurden die gesamten Sünden auf Azazel gelegt. Und welche Bedeutung hat das jetzt? Also die Reinigung erfolgte mit dem Ziegenbock für den Herrn und jetzt wurden das Heiligtum ist gereinigt, alles ist vollbracht. Jetzt werden diese ganzen Sünden auf diesen Ziegenbock für Azazel gelegt. Was heißt das? Wer ist Azazel? Was bedeutet das? Silan. Satan, genau. Genau. Damit er nicht alles wieder abkriegt. Also
Sehr gut, ja. Genau, genau. Also letztendlich ist es genauso, wie Silan es gesagt hat. Also es ist ein Symbol für den Abschluss, für das Ende dieses großen Versöhnungstages, in dem wir jetzt aktuell leben. Azazel, wie Schwester Zerbe gesagt hat, ist das Symbol für Satan, also der Gegenspieler von Gott. Ja, einer ist für Gott, einer ist für Azazel, Gegenspieler. Die Schuld wurde praktisch auf Azazel gelegt und er musste sie in die Wüste tragen. Was bedeutet das, muss man jetzt fragen. Trägt Azazel unsere Schuld sozusagen? Manche werfen das ja den Adventisten vor, aber natürlich stimmt das ja nicht, denn ohne Blutvergießen, was gibt es ohne Blutvergießen? Geschieht keine Vergebung. Das steht in Hebräer 9, 22 und Azazel ist nie gestorben. Der wurde also nicht getötet worden, er ist irgendwann mal natürlich gestorben, eines natürlichen Todes, sagen wir es mal so, aber er wurde nicht getötet, er wurde nicht geopfert, er ist lebendig in die Wüste geschickt worden und war dort ein Schauspiel sozusagen für alle. Und das ist ein Symbol für Jesus. Azazel ist wirklich eben nicht gestorben in diesem Ritual, er war in der Wüste, in einem unbewohnten Land und war ein Symbol für Satan während der 1000 Jahre. Wie gesagt, das ist vielleicht nochmal ein Thema für sich. Das Universum wird auf ihn herabschauen und sagen, also es hat zwei Bedeutungen, diese 1000 Jahre. Einmal wird Satan hier alleine sein, gebunden sozusagen. Die Erde wird in ihren Urzustand zurückversetzt werden, bevor Jesus sie in Form gebracht hat. Es wird dunkel sein, es wird nichts mehr darauf geben. Er wird keine Möglichkeit mehr haben, irgendeinen zu verführen oder die Schöpfung Gottes zu missbrauchen. Nichts wird mehr da sein. Und dann wird er zeigen können, ob alles, was er erzählt hat, wahr ist. Er hat ja immer die Leute verführt, gesagt, ah, ich wäre ein viel besserer Gott als Gott. Stellt euch unter meine Herrschaft und euch geht's besser. Und jetzt, wenn Gott ihm alle Möglichkeiten entzieht, wird er zeigen können, ob er irgendwas schaffen kann, ob er irgendwas schön machen kann oder nicht. Er kann nicht mal Licht machen, gar nichts. Und es gibt in Jesaja einen schönen Vers, Jesaja 14, 16 und 17. Ist das der Mann, also das Universum wird gucken und sagen, ist das der Mann, der die Erde zittern und die Königreiche beben machte, der den Erdboden zur Wüste machte und die Städte darin zerbrach und gab seine Gefangenen nicht los? Also jede Sünde hat sozusagen eine zweifache Schuld. Einmal unsere eigene, wir sind selbst schuld, aber es gibt immer noch mal Satan, den Verführer und den Verursacher aller Sünde. Und das ist das, was gezeigt werden muss. Also Christus ist für alle Menschen gestorben, auch für die, die verloren werden. Aber Satan, der wird als Verursacher aller Sünde exponiert werden, demonstriert werden. Jeder wird sehen, dass Satan schuld ist für alles. Und wenn diese 1000 Jahre beendet sind, dann werden wir mit Jesus praktisch wiederkommen auf diese Erde. Und diese Zeit wird dann einfach unglaublich, unglaublich schön. Gerecht und wahrhaftig sind deine Wege, du König der Heiden, steht in Offenbarung 15,3. Jeder wird erkennen können nach dieser Zeit, dass Gott wirklich gerecht ist. Wie gesagt, Satan wird demonstriert, was mit ihm ist, und wir werden 1000 Jahre lang Zeit haben, jeden Fall zu studieren. Es werden möglicherweise Leute fehlen im Himmel, die uns am Herzen lagen. Nahestehende, Freunde, Familie, wo wir nicht wissen, warum sind sie nicht da. Und dann wird Gott uns alles erklären und uns zeigen, warum. Was ist los? Und wenn man zurückkommt und sich vorstellt, dass auf der anderen Seite sozusagen irgendein Nahestehender ist, dann kann man sich vorstellen, warum in Offenbarung steht, Gott wird abwischen alle Tränen. Nur Gott wird diese Tränen trocknen können. Ne? Also nur Gott wird das können. Aber wir werden es verstehen und jeder wird erkennen, dass Gott gerecht ist. Und genau, Offenbarung 21 nochmal. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde vergingen und das Meer ist nicht mehr. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Und lasset uns halten an dem Bekenntnis der Hoffnung und nicht wanken.
denn der ist treu, der sie verheißen hat. Das ist nochmal zum Abschluss ein Vers aus Hebräer. Und deshalb sollten wir uns wirklich auf diesen Tag so vorbereiten wie die Israeliten, mit Fasten, mit Demütigung vor Gott und überlegen, also Fasten symbolisch. Jesaja wird ja beschrieben, was für ein Fasten Gott fordert. Das heißt, dass wir ihm sein Herz übergeben und Gutes tun letztendlich und uns zu ihm bekehren. Gibt es noch Fragen? Ansonsten sind wir beendet. Unser Vater im Himmel, wir danken dir, dass du uns den Heiligtumsdienst gegeben hast, damit wir das Werk von Jesus Christus besser verstehen können. Wir bitten dich, dass du uns hilfst, dass wir es wirklich studieren, tagtäglich, dass wir immer tiefer einsteigen und immer höher auch aufsteigen zu dir, dass wir all das, was Jesus für uns getan hat, für uns in Anspruch nehmen, dass wir dem Heiligen Geist erlauben, dass er es in uns verwirklicht, dass er unser Herz ändert, dass er unseren Charakter bildet, sodass wir dir wirklich ähnlich werden und dass wir am Ende, wenn Jesus wiederkommt, zusammen mit ihm in dein Reich eingehen können. Wir danken dir für das alles im Namen Jesu. Amen. Amen. Amen.